Oh boy. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend und genauso viel Spaß mit der letzten Folge wie ich. Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ja, wir sollen ein paar Jägerlager ausrotten. No problem. Wir sind hier ja gleich um die Ecke. Und wir haben ja schon durch diese Banditen, die wir in den letzten Folgen gejagt haben, gute Erfahrungen, was es damit, was es bedeutet, Gegner zu assimilieren. Wow, 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 wow. Da vorne, ich habe ein Tier gesehen. Da läuft das, da läuft das. Ein Waschbär oder so. Ja, ja, erwischt. Waschbär, Tatsache. Und, oh, also die Sägezähne waren auf jeden Fall eine ziemlich krasse Nummer. Und, ach ja, auch ein herzliches Willkommen an die Leute im Twitch-Channel. Baloo, wie geht's dir heute? Hattest du Spaß? War dein Tag angenehm? Freust du dich, mit mir dieses wunderschöne Spiel zu genießen? Nein, Schatz, du nicht. Auch wenn du im Stream bist. Du musst schon schreiben, wenn du was von mir willst. So, so ist man zu der Freundin. So, ruhig nochmal nebenbei die Kräuter einsammeln. Weil Kräuter sind wichtig. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, sehe ich gerade. Zerstöre den Alarm. Okay, wo ist denn der Alarm? Da ist der Alarm. Einfache technische Konstruktion. Die haben hier ein paar Wächter in ihrer Obhut. Aber ich sehe jetzt nicht, von wo aus ich den hier jetzt zerstören könnte. Wir suchen uns mal eine geeignete Position. Vielleicht weiter von hier drüben. Wir brauchen auf jeden Fall einen hohen... We need a high ground! Dafür. Ja, das sieht gut aus. Nee, nicht die Sprengfalle. Wir nehmen Präzisionsbogen dafür. Ich glaube, von hier können wir nämlich jetzt gerade so... Was war das? Nichts war das. Du siehst mich nicht, ich gucke hier voll aus dem Gras raus. Aber egal, die Dinger sind blöd, die sehen mich wirklich nicht. Sag ich doch. Das Doofe ist diese Verderbnis hier. So. Alles gut gelaufen. Aber von hier aus sehe ich den Alarm irgendwie... Mist, die haben den Alarm geschlagen jetzt? Irgendwie brennt da was. Ne, sehe ich nichts. Naja, komm, dann machen wir es auf die klassische Art. Ich sehe dich. Und dich. Und jeden, den ich sehe, der kriegt einen Schuss. Oh, guck mal, da ist einer. Hallo. Wunderst du dich nicht, warum ihr auf einmal so... Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. So. Ah, da drüben haben wir noch einen Raptor. So, auch dich. Moment, wir locken den mal eben kurz. So, einmal kurz angelockt und ausgenockt.
schon läuft das ganz gut hier. Doof ist, dass es jetzt hier gerade irgendwie wieder so dunkel wird. Da sehen wir wieder nicht alles, was wir sehen wollen. Aber wir können jetzt zum Glück ein bisschen... Was haben wir da? Vorratskiste. Da steht einer. Aber das scheint auch schon alles gewesen zu sein hier gerade. Dann wollen wir doch mal uns langsam in das Lager hier hineinschleichen. Einer hockt da. Und da ist der Alarm. Ja gut, dann ist hier nicht mehr so viel. Können wir die noch ausplündern. Ja, mit deinen Scherben. So, mal gucken, wie nah der dran ist. Der ist ziemlich nah dran. Sehen wir den schon? Oh, den sehen wir. Aber nee, der ist... Shit. Das wollte ich so nicht. Na. Super. Das erste Lager habe ich schon mal geräumt. Das ging ja ziemlich flott. Auch ohne Alarm auslösen. Vielleicht ist der Alarm ausgelöst, ich weiß es nicht. Aber das erste Lager ist zumindest schon mal clear. So, dann wollen wir zu Lager Nummer 2. Weitere 190 Meter von hier. Oder 190 Schritte. Meter kann man das ja nicht nennen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Hier drüben haben wir noch eine Vorratskiste. Zack. Hier waren aber noch mehr Vorratskisten. Bin mir ziemlich sicher. Wächter, wertvolle Rohstoffe entdeckt. Ah, der ist zu weit entfernt. Na gut. Okay. Safe. Das Ding ist durch. Na, ja, komm. Glitschen wir uns hier einfach runter und gut ist. So, wir müssen hier nochmal ein bisschen gucken. Trümmer. Und 180. 180 klingt gut. Das sind alles keine Heilkräuter. Doch, das war jetzt ein Heilkraut. Sehr gut. So, da drüben ist hohes Gras. Das ist schon mal ganz gut zum Verschanzen. Schritte noch bis zum nächsten Lager. Ah, ich sehe das Lager auch hier schon. Das ist ziemlich offen. Wollen wir hier ganz schnell hier rüber sprinten. Oh. Da ist schon einer, der späht nach uns. Wollen wir hier mal einmal kurz checken. 3. Okay, Moment. Geht nicht. Warum geht das nicht? Lockruf, hallo? Kein Lockruf. Hier waren auf jeden Fall gerade eben noch Dudes. So, mal die Spur markieren. Achso, der läuft da lang, der läuft da lang. Dann machen wir es doch ganz einfach. So. Der ist jetzt schon... in unserer Nähe. Ihr habt dran gar nichts gesehen. Der andere hat nicht mal geschnallt, dass sein Kollege draufgegangen ist. Sehr gut. Wo ist der denn überhaupt? Da ist er. So einfach. Also die Wächter sind echt noch ziemlich die einfachsten Gegner, die man hier haben kann. Die lassen sich auch mega gut verarschen. So, gleich mal meinen wertvollen Stein einsammeln.
Steine sind sehr wertvoll. Die darf man nicht einfach links liegen lassen. Nee, nee, das geht so nicht. Auch gleich alles genommen. Und ha, hier haben wir noch ein Heilkraut. Sicher noch nützlich sein. So. Ein paar der Leute haben wir, ein paar der Wächter haben wir jetzt schon besiegt. Jetzt geht es hier um das kleine Lager. Schum. Mit dir fange ich mal an. Hey, nicht nach vorne beugen. Oh, ein Fuchs. Ach, jetzt guckst du wieder. Nummer 1. Nummer 2. Ah, da oben. Das war daneben. Ach, der hat sich gebückt. Der Olle. Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Na gut, kann man nichts machen. Der denkt sich hier so, wow, was geht denn hier ab? Und stirbt. Hab ich. Oder auch nicht. Er rafft es einfach nicht. Was ist hier los? Nichts ist los. Tote sind hier. Oh, was ist mit dem Signal? Hallo. Oh. Könnt ihr mich sehen? Seht ihr mich immer noch? So, den klapp ich. Nee. Okay, das wollte ich jetzt irgendwie nicht so. Aber egal, passiert. Oh, was war das denn? Hier im Heck, im Schützengraben. Ah, hier kann man hoch. Und bereit machen zum Platz. Und sieh mal an. Smack. Achso, der gehört zu mir. Ha, lol. Ich glaube, Friendly Fire geht hier nicht. Way. Komm, uns hat die rüber gerollt. Hallo. Oh. Fuck, der gehört zu mir. Ich habe hier nur gerade eben noch Life Points gesehen. Da dachte ich mir, guck ich doch mal. Man sollte die Nora nie unterschätzen. Ich wollte mich einfach mal dazu rein. Ich dachte, das wird jetzt hier so ein neuer Insider-Gruß oder so. Alle sagen, man sollte die Nora nie unterschätzen. Du sprichst für niemanden. Ja, ist okay. Ich spreche auch nicht. Ich mache euch nur nach. So, ich wollte hier eigentlich nämlich noch weiter plündern, wenn wir hier schon dabei sind, ein ganzes Lager auszuräuchern. Dann will ich das Lager natürlich auch mitschleppen. Denn ich habe keine Lust, hier auf einmal an Materialienmangel oder sowas zu scheitern. Ja, seht ihr, da geht es nämlich schon los. Ich habe nämlich keine... Doch, 5 Drähte habe ich jetzt noch. Das ist gut. Wo habe ich hier noch was? Die gehören wohl alle zu uns. Was haben wir da unten? Keine Ahnung. Ah, noch mehr Vorratskisten. Habe ich mir mehr von erhofft. Haben wir hier noch irgendwo was? Ring. Oh, da haben wir was. Lohbehälter. Okay. Da haben wir Kultistengräber. Der Regen ist viel zu laut, als dass man etwas hören könnte. Lohbehälter. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Da haben wir eine Vorratskiste. Aber die ist nicht so direkt für uns anwählbar. Was haben wir denn hier? Achso, Heiltränke. Davon haben wir schon genug. So, auf zum letzten Lager. Hier zum Glück auch ganz... Oh. Die sind ein bisschen düsterer, die Viecher. Mal hier einmal die Brandpfeile rausholen. Wir sind zumindest nicht ganz so teuer.
Sache endet hier. Ja komm, du hast mich doch gar nicht gesehen. Du auch nicht. Oh, da ist noch einer. Einmal kurz hier die Pfeile wechseln. Die haben ein bisschen mehr Wumms. Ach, hört mal auf, euch zu bewegen. Hey! Jetzt machen sie hier Laser-Phaser-Attacke. Für das Heilige! So. Ey, wie? Ich bekomme dafür keine Erfahrungspunkte. Ich habe mir wohl die meisten Lebenspunkte abgezogen. Das war's. Jetzt geht hier die Party richtig ab. Hey. Nein! So zum Thema Party geht ab. Wir sind hier fertig. Ich habe mir natürlich richtig schön selber eine gewischt. Mit dem ganzen Schissel. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. So, da drüben ist das nächste Lager. Und ich würde fast sagen, wir sollten, bevor wir das nächste Lager stürmen, sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gegner matchen. Wo sind denn die? Wo verstecken die sich denn? Da verstecken die sich. Nora-Krieger, das sind unsere Freunde. Schade. So. Halt eben hier irgendwo in der Ecke. Es reibt ein bisschen. Das ging schnell. Schwupp steht man vorm Lager. Oh. Schwupp steht man vorm Gegner. Aber auf die Entfernung ist das gar nicht so verkehrt. Den kriegt man dann mit einem Schuss. Da drüben ist der Alarm. Kriege ich den irgendwie anvisiert? Oh, das ist mal gut zu wissen. Von wegen Alarm. Da steht doch jemand. Ah, aber ich kriege vielleicht den Typen anvisiert, der den Alarm betätigen würde. Den habe ich zumindest erwischt, das ist gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Was haben wir hier Leckeres? Achso, das war der Kultist, den ich umgesägt habe. Und noch ein paar Kräuter. Für zwischendurch, falls ich mal Hunger bekomme. So, wo haben wir noch ein paar? Da drüben... Ja, alles klar. Ich stehe eigentlich quasi 5 Meter von einem entfernt und sehe den nicht. Ne, das ist ein Auto und kein Gras. Also, ich habe da so eine Idee. Ich gehe mal auf Herstellen. Nehme mir den, die Stolperfalle. Welcher ist denn das, den wir hier haben? Den Scharfschussbogen. Ist das der Scharfschussbogen? Ja, das müsste der sein. Und den modifiziere ich mal ein bisschen. Und zwar mit, 40% Schaden. So. Muss mal ganz kurz gucken. War das der wirklich? Jägerpfeil hier. Langschussbogen. Ach, dammit. Habe ich den jetzt echt? Habe ich jetzt echt den falschen genommen dafür? Ach, was soll's. So, dann gucken wir dich mal an. Hallo? Ey, das war ja wohl ein glatter Kopfschuss. Eigentlich. Verliert sie ja nicht! Warum bin ich sichtbar? Hier drüben ist jemand! Da!
her hier. Kommt, wir gehen einfach in den Nahkampf. Nee. Stehe ich hier irgendwo weg? Und zack. Hier war doch noch irgendwo ein Robi. Da ist noch ein Robi. So. Einmal umgematcht. Wie blutrünstig. So. Da haben wir einen. Wo. Eis ist gefährlich. Wo kommt das Eis überhaupt her? Möge der Schatten dich verzehren. Dann nimmt man nur noch einen. Jetzt brauchst du hier gar nicht so weglaufen. Ich höre hier einen. Oh, da kommt das her. Wir haben hier Flugviecher. Ach, dammit. Okay, ich merke schon, ich brauche hier eher Feuerpfeile. Jetzt werden Double Jumps geil. Und Heilung. Das sind ganz schön viele Flugviecher, die wir jetzt gerade haben. Da unten hockt noch einer. Ein normaler. Haben wir? Nee, wir haben die noch nicht. Dass ich hier zumindest Slow-Mo machen kann für ein paar Schüsse. Ich hasse Fluggegner in diesem Spiel. Wupsa. Weil die tatsächlich eine gewaltige Menge aushalten und einfach nicht zu Boden kommen. Und ich weiß einfach nicht, wie ich die vernünftig runterhole. Da ist einer am Boden. So. Gematcht. Das nenne ich mal einen Sieg. Das war kein Sieg, das war eine Katastrophe. Leute, wir hätten hier sterben können. Rafft ihr es nicht? Und ich komme nicht an die Pflanze ran, die da im Auto steckt. Oh boy. Hält sich. So. Haben wir hier eine Verderbnis? Ich bin mir hier gerade nicht sicher, weil da immer noch verdorbenes Zeug rumläuft. Toll, ich habe hier jetzt gerade eben voll die Orientierung verloren. So panisch, wie ich hier durch die Gegend gerannt bin. Moment, vielleicht kann ich... Ach, da sind meine Freunde. Ist das auch der Ort, den wir gerade eben geräumt haben? Wenn ja, wo ist mein Loot hin?
Da ist über mein Loot. Verdorbener Grau habe ich. Bei euch stimmt doch was nicht. Ich weiß nicht warum. Absolut kein Platz dafür. Warum hier so Flugzeuge, also Flugflapflaps rumlaufen? Und vor allem raff ich nicht, wie die es geschafft haben, die zu bändigen. Ich meine, die kriegt man ja nicht mal, die kommen, die landen ja nie. Gefühlt sind die einfach nie am Boden zu treffen. Die sind einfach da und die machen Schaden und die machen krä krä und bespucken einen mit Eis und solche Sachen. Das kann ja wohl nicht angehen. Okay. Am höchsten Turm. Das ist der höchste Turm. Whip, rüber da. So, hier haben wir noch ein bisschen Loot, 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 Loot. Alles mein Loot, 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 Loot. Nein, nicht runterfallen. Was haben wir hier? Eine Vorratskiste. Vorratskisten sind sehr gut. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Dann leg doch was anderes ab. Ist mir egal. Doch noch 250 Schritte in die Richtung. Sehr gut. Ab in die Suppe. Nee. Das Doofe ist, nachts sieht man so wenig. Also ich meine, klar, man soll nachts wenig sehen. Aber man sieht ja gar nichts. Ah, jetzt sehe ich einen Weg. Man Heilkräuter. Kann nie wissen, wann man das mal braucht. Die brauchen wir. Die brauchen wir sehr, sehr dringend. So, davon haben wir 15. Ah, das ist gut. So. Ich frage mich, welchen Bogen wir da ausgerüstet haben. Whoop. Nehme jetzt einfach so viel mit, wie nur geht. Weil ich meine, wir haben echt mega viel Schaden genommen. Drüben läuft irgendwas. Irgendwelche Gegner. Was sind das für welche? Ach, das sind wieder diese... Oh. Die sind aber auch verdorben. Hier läuft ziemlich viel verdorbener Kram rum. Ist ja krass. So, wir müssen zum hohen Turm und auf dem Weg zum hohen Turm, wie gesagt, sammeln alles ein. Selbst Füchse. Komm her, ich brauche neues Fell. Ja. Komm her, habe ich gesagt. Fuchs. Geht doch. So, das war's mit Foxy Love. Was denn? Die wollte das so. Die hat rumgezickt. Hast du nicht gehört? Das hat gemacht und ist dann, Da ist doch schon wieder so ein Ding. Also, Fuchs. Da, siehst du? Ah nee, das ist ein Waschbär. Tschüss. Hey. 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 Waschbär, hier bleiben. Das ist der unsterbliche Waschbär. Der Waschbär der Awesomeness sozusagen. So. Ja, da drüben haben wir nur einen Wächter. Egal. Auch tote Wächter müssen gelootet werden. Ich meine, wenn wir hier schon Free Loot bekommen, dann sollten wir es auch mitnehmen. Oh, wie viele Lebenspunkte. Oh, wie wenig Lebenspunkte wir haben. Aber okay, alles ist gut. Ah. Okay. Ich sehe schon, wo es hinauslaufen soll. Wir stehen gerade direkt vor dem sogenannten Metallring. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus.
Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Das ist doch mal wunderschön. Wir sollen Val folgen. Der kann jetzt erstmal warten. Wir wollen hier erstmal Vorratskisten durchstöbern. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Denn wir können jetzt hier gerade echt alle Vorräte, vor allem die Drähte, können wir unglaublich gut gebrauchen. Kann ich irgendwo ran ablesen, wie spät wir es haben? Nee, irgendwie nicht. Val, du läufst jetzt quasi alleine, das weißt du, ne? Ich komm dir nicht hinterher, ich lauf dir nicht hinterher, das kannst du knicken. No. Ach, verdammt. Vier Möglichkeiten bleiben mir ja nicht. Das hilft bestimmt weiter. Der Grund dafür ist nämlich, wir können hier wirklich gut durch die Gegend sneaken. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Sind wir jetzt schon da? Das ging ja schnell. Ich würde es nämlich nur ungern bei Nacht machen, tatsächlich. Okay. Nimm meine Hand. So, der Weg ist versperrt. Er wurde errichtet von jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. So, hier sieht man nämlich schon das Problem. Hier ist ein ganzer Haufen. Den da rechts. An Gegnern. Und auch hier drüben. Das ist schon der innere Ring. Und das sind noch die kleinen Freunde, die wir hier jetzt gerade sehen. Von daher, tatsächlich mache ich hier jetzt nochmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich bald demnächst wieder.